Ganz im Süden in Bayern öffnete der Himmel wieder einmal seine Schleusen. In Oberfranken zum Beispiel gingen heute Vormittag etwa 50 Liter pro Quadratmeter nieder und ließen Straßen und Ortschaften volllaufen. An diesem Wochenende soll es in Deutschland in weiten Teilen wieder regnen. Doch pünktlich zum Sommeranfang nächste Woche soll es endlich schöner werden.